Was ist die Rente für langjährig Versicherte? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Das gesetzliche Rentenrecht kennt 17 Rentenarten. Eine davon ist die Rente für langjährig Versicherte. Sie wird im allgemeinen Sprachgebrauch auch als 63er Rente oder als Frührente bezeichnet. Sie ist eine vorzeitige Altersrente. Sie kann in der Regel nur mit Abschlag in Anspruch genommen werden, wenn der Versicherte das 63. Lebensjahr vollendet hat und die Mindestwartezeit von 35 Jahren erreicht hat. Als Wartezeiten werden angerechnet alle anrechenbaren rentenrechtlichen Zeiten wie Beitragszeiten, beitragsfreie Zeiten, Kindererziehungszeiten, Pflegezeiten naher Angehöriger, Berücksichtigungszeiten, Rentenbezugszeiten und auch die Wartezeiten aus einem Versorgungsausgleich oder dem Rentensplitting, sowie auch die Ersatzzeiten. Grundsätzlich wird bei dieser Rente ein Hinzuverdienst, ein Jahreshinzuverdienst, der höher als 6.300 Euro ist, mit angerechnet. Bei höherem Verdienst wird diese Rente als Teilrente ausgezahlt. Die Altersrente für langjährig Versicherte kann auch als selbstständig, als Voll- oder als Teilrente gewählt werden. Gerne planen wir Ihren Ruhestand mit Ihrer Rente mit 63. Nutzen Sie hierbei unser Rentenfahrplanpaket auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.